Wir haben den nächsten Instagram-Reel, Leute, den ihr mir zugeschickt habt. Und außerdem, wenn ihr mir lustige Reels zuschickt, einfach durchsenden. Hier ist mein Insta. Und dann kann es gut sein, dass ich darauf reagiere, okay? Aber natürlich immer nur dann, wenn es was hinterher zum Lernen gibt. Schauen wir uns erstmal kurz den Reel an und dann geht's Video los. Lass uns einfach dabei bleiben, dass wir sagen, no pressure. Weißt du? Es ist no pressure. Also, kein Druck. Es presse Druck. Ja. Oh Gott. Lass uns einfach dabei bleiben, also, dass wir sagen. Erstmal will ich sagen, Leute, ich darf es mir leisten, solche lustigen Videos zu zeigen über andere. Ich darf es mir leisten, auch ein bisschen konstruktive Kritik abzugeben über andere, weil ich selber schon den größten Schrott gemacht habe im Internet. Ich war bei Böhmermann, ich war in dem Meme, ich war da. Also ich habe auch schon wirklich so viel Schrott gemacht im Internet, mich teilweise im Internet blamiert ohne Ende. Hängt mir teilweise bis heute nach. Ich will die ganzen Punkte gar nicht aufzählen. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Aber ich darf das machen, okay? Weil es mir selber schon widerfahren ist. Deswegen kann ich auch aus Erfahrung sprechen, weil es mir widerfahren ist. Und weil ich es konstruktiv mache und jetzt nicht einfach nur sage, was ist denn jetzt das für eine blöde Olle, die checkt ja gar nichts. Also, gehen wir mal ein paar Punkte durch, okay? Für euch. Der allerwichtigste Punkt ist der, und zwar, wenn ich es nicht geschafft hätte im Internet, okay, dann hätte ich den Beruf, den ich eigentlich ausüben wollte, hinterher wahrscheinlich nicht mehr machen können, weil ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, ich wollte Unternehmensberater werden bei Ernst & Young, KPMG, Deloitte und so weiter. Und wenn ich dann mich im Internet ein Jahr lang zeige und mache da auch teilweise ein bisschen Quatsch, die hätten das beim Vorstellungsgespräch rausgezogen. Die hätten mich, Leute, nicht mehr genommen. Die hätten mich einfach nicht mehr genommen, weil du kannst ja nicht so einen Unternehmensberater zum Kunden schicken, wo irgendwelche Memes im Internet sind. Das geht einfach nicht, okay? Es geht einfach nicht. Und deswegen will ich jetzt hier ein paar Dinge sagen. Also, drei wichtige Punkte. Punkt Nummer eins, und zwar lernt Englisch. Ihr werdet auf der Welt unterwegs sein, ihr werdet in gehobenen Kreisen sein, ihr werdet Business machen, da müsst ihr Englisch können, Leute. Schaut euch Filme auf Englisch an, lernt Englisch in die Schule, geht reisen, sprecht Englisch. Man muss Englisch können, Leute. Wer kein Englisch hat, es ist die Business-Sprache. Ich bin in Thailand, spreche Englisch. Ich bin in Mexiko, wenn ich nicht Spanisch spreche, spreche ich Englisch. Ich bin irgendwo in Afrika unterwegs, ich spreche mit den Leuten Englisch. Ich bin in Frankreich, ich spreche Englisch. Okay? Das heißt, lernt Englisch. Punkt Nummer zwei, Allgemeinwissen. Holt euch wirklich alle drei Monate ein Buch zum Thema Allgemeinwissen. In der Politik, Geografie, Wirtschaft, Geschichte, Musik. Einfach das Allgemeinwissen, so wie es ich gerne sage, die Basics, holt es. Und lernt die Dinge. Weil wenn ihr in gehobeneren Kreisen seid und da mitredet und ihr checkt nicht, was läuft, auch zum Beispiel basisjuristische Begriffe, Basisfinanzbegriffe, Basispolitikbegriffe, welche Parteien es gibt, welche Länder, welche Hauptstädte, ja, was war die Französische Revolution, was war der 30-jährige Krieg, wann war die Pest, also alles solche Dinge, die man einfach wissen sollte. Und dann kommt ihr gleich überall viel besser an, beziehungsweise fallt eben nicht extrem negativ auf. Und jetzt der dritte große Punkt, das dritte große Learning aus dem Ganzen, und zwar erstmal für Frauen und dann für Männer. Weil jetzt war es halt gerade mal eine Frau. Könnt auch 100 Männer zeigen. Also, wenn ihr im Internet seid, gibt es ja zwei Parteien. Entweder ihr seid ein Produzent oder ihr seid ein Konsument. Wenn ihr ein Produzent seid, dann habt ihr zum Beispiel einen YouTube-News-Kanal, ihr habt einen Instagram-Kanal über Fitness, ihr habt einen TikTok über Klamotten und so weiter und so fort. Wenn ihr einen klaren Plan habt, wie ihr damit Geld verdient,
wie ihr es monetarisiert, ihr kennt euch aus, ihr redet keinen Quatsch, ihr macht euch nicht lächerlich, dann passt das alles, okay? Ihr solltet jetzt auch nicht übermäßige Angst haben, weil ein paar kleine Fehler verzeiht einem sowieso jeder, aber überlegt euch eben genau, wenn ihr irgendwo live mit dabei seid, geht doch einfach her, mal das erste Jahr und produziert Content und dann schaut ihr ihn nochmal an, vielleicht auch nochmal ein, zwei andere Leute und dann könnt ihr schneiden und hochladen, okay? Und das zweite als Konsument. Du musst nicht wie so ein Affe komplett negative Kommentare ins Internet raushauen oder jetzt gehen wir mal hier so zwischen rein, als Frau auch. Ich würde mich nicht freizügig zeigen, ich würde nicht komisch rumtanzen, ich würde nicht irgendwelche zu sexualisierten Sachen sagen, weil was bringt es dir unterm Strich? Es bringt dir Likes und zwar von wem? Ich habe zum Beispiel in meinem ganzen Leben, Leute, in meinem ganzen Leben, und ich bin jetzt seit über 12 Jahren auf Social Media, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie bei einer Frau ein freizügiges Bild geliked. Was für Typen sind es? Also ihr zieht A, die komplett falschen Typen an, Punkt 1, und Punkt 2, ihr zieht auch die falschen Frauen an, und Punkt 3 hinterher, wenn ihr dann einen Job haben wollt oder einen Freund oder einen Ehemann, dann kommt es immer negativ auf euch zurück. Okay? Denn das Gegenstück dazu, dass sich eine Frau zu freizügig zeigt, ist, wenn sich ein Mann zu inkompetent zeigt. Also wenn jetzt ein Mann rausgeht und er redet einen völligen Quatsch über Politik oder er redet einen völligen Quatsch über Geschichte und sagt, der Zweite Weltkrieg war im 18. Jahrhundert. Oder er sagt, Putin ist der chinesische Präsident und nicht der russische. Ein Mann macht sich extrem lächerlich und verbaut sich die Chancen für einen Job, fürs Business und für Frauen mit eklatanter Inkompetenz. Und eine Frau im Gegenteil, der verzeiht mir sowas nur 100-mal leichter, aber dafür verzeiht mir es ihr viel weniger, wenn sie rumtanzt, zu viel Haut zeigt, OF macht, wenn sie provokative oder perverse Dinge sagt. Ihr habt auch das perfekte Beispiel mit Logan Paul. Das ist ein perfektes Beispiel. Will Smith ist ein perfektes Beispiel. Da gab es auch noch so einen Kandidat, den ich letztens vergessen habe. Logan Paul wird gerade voll hart gedisst, weil seine Frau irgendwie davor 100 Typen hatte. Will Smith, seine Frau hat sich knallen lassen vom Freund, vom Sohn. Wie gibt's denn da noch? Ja, dann gibt's ja noch diesen einen Typ, diesen amerikanischen Typ, diesen Adam irgendwas, der sich von diesem Jason Love hat die Frau bolzen lassen. Und das sind halt Sachen, die sind halt, boah, es ist wirklich krass. Und es bringt euch keine Vorteile. Welche Likes, welche Frauen, welche Männer und welche Sponsoren und welches Geld wollt ihr damit anziehen? Im Regelfall bringt es euch nichts und ich würde sogar so weit gehen und im Endeffekt einer Frau empfehlen, wenn du nicht im Internet irgendwie Fashionmodel, Fitnessmodel, Lehrerin für irgendwas oder irgendwie einen fachspezifischen Content hast und damit echt ein Business aufbaust, dann würde ich dir empfehlen, mach's Profil einfach privat. Mach's Profil privat. Ihr wisst gar nicht, wie gut. Männer, schreibt's mal gerne in die Kommentare rein. Was ist, wenn ihr eine Frau kennenlernt und ihr Profil ist privat? Was denkt ihr dann? Was denkt ihr dann? Und was denkt ihr, wenn ihr eine Frau kennenlernt, ihr seht das Profil und da sind überall freizügige Bilder und krasse Sprüche? Schreibt's gerne rein. Also, das war's. Schickt mir weitere Videos zu. Bis dann.